Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen News-Video. Jo, ich bin leider ja momentan sehr schwer krank mit dieser MECFS-Krankheit und ich habe jetzt endlich mal eine Klinik gefunden, wo mich ein bisschen aufnimmt, oder? Weil ich ja nur Nervenprobleme habe und nicht irgendwie, weiß nicht, Herzprobleme oder so, wollten viele Krankenhäuser und Kliniken mich nicht so aufnehmen. Und jo, jetzt habe ich eine gefunden, ein bisschen weiter weg von hier und ich muss jetzt einfach einige Zeit dort sein. Also deshalb gibt es keine Livestreams und Videos mehr einige Zeit. Das ist halt immer sehr schwer mit einer Nervenkrankheit, oder? Sie wird nicht anerkannt, sie wird totgeschwiegen und die Leute haben immer Probleme und so weiter. Und jo, jetzt habe ich längere Zeit einfach warten müssen. Und ja, jetzt geht's vielleicht einige Zeit, aber besser als so schlecht und ja, nicht so zeitmäßig viel streamen zu können und Let's Playen zu können. Ja, die Leute sind ein bisschen ungeduldig geworden, ich weiß es, aber eben, mir geht's nicht gut genug und ja, es ist halt ziemlich schwer, oder? Die ganze Zeit immer online zu sein, für die Leute da zu sein, wenn man halt einfach selber auch nicht unbedingt so, ja, die Kraft hat, selber etwas alleine zu machen oder so und dann noch für alle da sein zu müssen und so weiter. Aber, jo, jetzt mach ich einfach mal kurz ein bisschen Urlaub sozusagen und erhole mich gut, weil ich mache es sehr, sehr gerne. Es ist für mich ja eigentlich nicht so eine Arbeit, wie man, ja, eigentlich denkt, oder? Es ist einfach zeitintensiv und man muss halt immer ständig auch irgendwie das planen und vorbereiten. Wie zum Beispiel, ich wollte jetzt schon längere Zeit anfangen, wirklich intensiv an meinem Spiel weiterzuentwickeln. Jetzt ist ein neues Update rausgekommen von Unreal Engine, ja, 5.4 ist es, glaube ich, jetzt. Oder 5.5 sogar schon. Nein, das glaube ich nicht. Aber jo, ist halt schon immer wieder etwas Neues, oder? Und ich muss ja auch langsam programmieren lernen, weil ich da noch nicht so verstehe, wie die Abfolge ist mit diesen Sonderzeichen zum Beispiel. Und da könnte mir vielleicht jemand helfen, also jemand, der programmieren könnte mit C++ ist es, glaube ich, was das meiste geht. Oh, da hat die wirklich weitergebaut hier. So cool. Ja, toller Spieler. Mit sehr viel Leidenschaft. Jo, genau. Können wir das eigentlich? Nein, das können wir jetzt irgendwie nicht. Doch, wir können es. Ja, Yumoru heißt er. Genau, Yumoru GS. Genau, Grundstück. Da unten hat er noch etwas. Jo. Nochmal so ein kleines Lager. So, da unten hat er einfach eine Lucht. So ein Riss. Genau. Und er hat hier eine Katze hingetan. Mit grünen und roten Ohren. Oh. Wow, das sieht aber auch immer so speziell aus. Jetzt ein Kirschblütenbaum, ich bin immer noch nicht drin. Also, jo, klar. Ich habe noch nicht so viel gespielt, seitdem der draußen ist, der Kirschblütenbaum. Ist ja schon 2 Updates, bald 3 Updates draußen. Aber so viel habe ich noch nicht gemacht mit Kirschblütenbäumen. Ja, hat überall hier hingetan. Muss ich auch ein bisschen öfters machen, aber ich habe noch nicht so getraut, japanisch oder so zu bauen. Jo. Da noch ein paar große Dschungelbäume hingetan. Hier ist ja der Spawn. Den könnte man eigentlich auch bald mal größer machen und so. Was ist eigentlich mit dem Random TP? Das ist aber die Farmwelt. Ja, ja. Nein, das ist die normale. Ich glaube, das ist einfach die normale Welt. Hier könnt ihr zum Beispiel bauen. Hä?
Lol, das kleinste Mesa-Biom, das es gibt. Oder drei Mesa-Biome. Das ist cool. Ja, man müsste noch irgendwie anzeigen, welche Welt man überhaupt ist, ja. Scheint schon die normale Welt zu sein. Nein, nein, das ist die Farmwelt. Aber sieht nur so ähnlich aus wie im Nordosten vom Spawn. Ja, das ist schon die Farmwelt. Gut. Dann haben wir noch die Storywelt und dort habe ich ja eine kleine Leiste machen können. 1 Stunde und 17 Minuten, glaube ich. Und ja, ich muss vielleicht noch ein paar Sachen umbauen. Ja, das geht ja nicht. Jo, es ist einfach noch ein bisschen zu edel, oder? Ich wollte es noch ein bisschen abgeranzter machen, aber ich weiß jetzt nicht genau. Wir bräuchten noch die Köpfe. Also die kann man auch mit dem Comment, glaube ich, holen. Ja, und die Corruption muss noch ein bisschen besser werden mit Fleischblöcken und so weiter. Noch ein bisschen editieren und noch andere Sachen. Mehr netter Ziegel. Ja, machen. Und dann halt hier schon richtig viel Risse und so weiter. Jo, aber das machen wir dann eben, wenn ich wieder zurück bin. Ich werde wahrscheinlich in zwei Kliniken dann sein. Also zuerst in einer fürs Diabetes und so, für die nervige Cortison-Probleme, die ich habe. Immer diese Unruhe im Kopf, ja, im ganzen Körper eigentlich. Die Muskeln sind vor allem, die die Unruhe bringen. Und so weiter. Und jo. Dann auch, hier könnte ich so eine nette Festung hinmachen, aber so eine, wie eine Bastion, aber in netter Blöcken. So. Und hier drauf auch irgendwas. Jo, ein Magierturm. Und ich weiß nicht, ich möchte Eisenhexenhaus in ganz groß machen. Ja, die Hexe ist immer noch hier drin. Wie ist es die hier drin? Hätte ich die Monster ausgemacht? Weil wir machen alles mit NPCs. Ja, die bleibt. Oder die ist einfach hier wegen. Ja, sie ist schon gespawnt, oder? Nein, Katze nicht. Katze nicht. So, Katze bleibt. Gut. Jo. Achievement habt ihr auch auf dem Server neu. Also auf diesem, in dieser Welt. Ist ja auf einem anderen Server. Und genau. Die Monster, die tun irgendwie nicht so gut laufen, weiß ich auch nicht wieso. Ja, sind einfach noch ein bisschen steif. Müssen mehr Spieler draufkommen. Jo, und sonst? Ja, Regnum geht natürlich wieder weiter. Last Epoch muss ich sowieso öfters wieder spielen, auch weil irgendwann bald die Circle 2 erscheint und dann müssen wir wieder neu anfangen. Ich hoffe noch nicht dann. Ich möchte unbedingt noch den Bild fertig machen, den ich ja momentan spiele. Da habe ich mich extrem drin verliebt. Ist halt gegen einzelne Gegner noch nicht so gut, bis ich dann die Hingabe habe, der Devation, das Amulett. Und nochmals dann die zwei Idole, zwei Götzen habe. Mit noch mehr Procs von Smite, von Hinrichtung, glaube ich. Eigentlich Hinrichtung, sondern Niederstrecken, genau. Ist der richtige Name. Jo. Und ja, die zwei anderen Projekte, Sacred 2 und Medieval 2 Eras, ist natürlich, geht weiterhin und dann kommt auch Transport Fever 2 noch ein bisschen mehr. Aber mal ein bisschen abwarten, vor allem mehr Livestream, sodass ich da vielleicht in den Livestreams auch mehr an Projekten mache, die ich schon habe. Und es dort einfach weiterspiele. Mit Hilfe von euch, wenn ihr natürlich ja, kommentiert oder auch ein bisschen entscheidet, dann fühle ich mich natürlich noch besser. Jo, und Sumpfkraut von Gothic 1. Jo, haben wir hier. Und genau. Ja, ich freue mich riesig, dann wieder weiterzumachen. Also, jetzt ist einfach kurz Pause. Wieso sind die Seerosen hier so komisch angeordnet? So dicht aneinander.
Jo, ihr dürft gerne hier ein bisschen spielen. Auf der Story-Welt wird dann noch nicht so viel möglich sein, aber. Jo, dafür brennt hier ein Ding. Sag Strohballen oder. Ja. Genau. Wie heißt er eigentlich auf. Ja, es heißt Strohballen. Gut, jetzt wird die Schmiede ja sein. Jo. Ja, hier drinnen noch einen großen Ofen machen, hier in die Ecke. Irgendwo anders hin. Vielleicht hier einfach weniger Fenster. Genau. Oh, sieht das schön aus. Gut, dann machen wir noch einen Screenshot. Zum Beispiel so, dass man es noch ein bisschen sieht. Jo. Und genau. Ich melde mich dann einfach wieder. Also ich melde mich früher schon. Das heißt, ja, ich kann wieder raus. Und dann mache ich erstmal dicke Livestreams, weil ich dann so erfreut bin. Ja, und ich hoffe, die Corruption leitet sich nicht so viel aus. Also das ist eben dieses, jo, das ist zum Beispiel ein Gott und so, oder ein Land und das andere ist ein Land. Und dann gibt es sicher mal noch die Schwarz, also die Ziegelding, wahrscheinlich die Wildschweine da, die Piglins. Und eventuell noch eine, also sicher zwei noch. Eins ist das End und das andere ist ja dieses Corruption-Zeugs, also dieses richtige korrumpierte Zeugs. Vom, sag schon. Kann man den auch noch kurz nachschlagen, wie der heißt? Einfach dieses Untervieh. Scheinbar sind die Blöcke echt. Ja, da unten sind ja. Ja, Phantom. Phantom wäre natürlich cool. Also, dass wir einfach relativ viele Bösewichte auch haben. Dass es ein bisschen Abwechslung gibt und natürlich auch ein paar Reiche, die uns gut gesinnt sind. Ja, Wächter wären auch nicht schlecht, aber die sind ja so nervig zum Besiegen. Großwächter, okay. Großwächter ist ja der normale, also der große, dicke. Verwüster. Eiswanderer sind auch nicht schlecht. Ja, wird das Skelett eben. Die Diener, Plagegeister, genau. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber einfach die Untercity. So, wie sieht das denn aus, wenn man die platziert? Was sind die denn überhaupt? Wer hat dieses Inventar schon wieder verändert? Müssten eigentlich hier sein. Dann nehmen wir die Nesel. Ich bin völlig jetzt gerade da unten endlich. Also Skulk heißen sie. Wie sieht das aus, wenn jetzt zum Beispiel, jo, auch am Tag sind sie relativ dunkel. Muss ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Na, der Wein der Obsidian, genau, haben wir in der Mitte auch gemacht. Den könnte man noch viel benutzen. Sieht sehr schön aus. Leuchtet auch. Ja, wieso nicht? Also, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr das unter das Video schreiben. Und ja, es kommen wahrscheinlich mehrheitlich dann auch Let's Plays. Also ein Let's Play davon. Wie ich die Story-Welt mache, wie ich Rollenspiel mache hier. Und ihr dürft ja gerne dabei machen, macht es ja sonst nicht so viel Sinn, wenn ich das alleine machen muss. Jo, dann können wir eben mit anderen NPCs zusammen, können wir dann als Spieler dann ein bisschen arbeiten. Können wir so, ja, Raids machen und so weiter. Oder auch mal eine große Schlacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ein Livestream ist eben schon gekommen und die anderen kommen dann eben, wenn ich dann wieder fertig mit der Klinik bin. Geht wahrscheinlich nicht so lange. Werden wir ja sehen. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.